Hallo! Wie ihr wisst, ist eine Frucht die Blüte im Zustand der Samenreife. Heute will ich euch einige ausgewählte Früchte der Samenpflanzen, deren Arten und Bau, vorstellen. Ihr lernt dabei mehrere botanische Begriffe kennen, die die Einordnung der Beispiele erleichtern. Beginnen wir mit den Einzelfrüchten. Dazu wiederholen wir den Aufbau des Fruchtblattes. Es umschließt die Samenanlage, die von der Samenschale umhüllt ist. Und hier sehen wir die befruchtete Eizelle eingebettet in einem Nährgewebe. An der Fruchtbildung sind die drei Schichten des Fruchtblattes, es heißt Karpell, beteiligt. Das Exokarp, Mesokarp und Endokarp. Alle ergeben das Perikarp. Das Exokarp wird zur Kirschschale, das Mesokarp zum Fruchtfleisch und das Endokarp zum verholzten Stein. Die Kirsche ist deshalb eine Steinfrucht, genau wie die Pflaume, der Pfirsich und die Aprikose, die einen Steinkern haben. Im Stein befindet sich der Samen mit dem pflanzlichen Embryo. Da der Samen mit der Frucht... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com